Helamos, Antara, Yaves, Anima, Yavanes, Tahala. Das sind die Worte der galaktischen Föderation und sie bringen uns schon in die Schwingung der wichtigen Botschaft, die sie uns gleich geben werden. Es geht um die Energie 1111, um den göttlichen Kodex, der uns übertragen werden soll. Mit diesem Kodex werden wir die nächsten 2, 3 Jahre gut über die Runden kommen, hat die Galaktische Föderation mir gesagt. Und alles Weitere werdet ihr jetzt gleich in dieser Botschaft hören. Was ich zuvor noch sagen soll, dass wir ab Januar jeden Monat mit einem bestimmten Mitglied der Galaktischen Föderation zusammenwirken werden und dass wir von diesem Mitglied Botschaften bekommen werden, die uns ganz sicher durch das kommende Jahr hindurch tragen werden. Und das ist so ein wunderschönes Angebot, uns zu unterstützen und unser interstellares Gefühl, unsere interstellare Intelligenz auszuweiten und anzupassen an die göttlichen Schwingungen, mit Hilfe des Kodex von 1111, was heute geschieht. Also ein Vorbereitungsvideo und ich freue mich sehr, dass ich dies heute euch geben darf, diese Botschaft. So werden wir auch gleich beginnen. Ich sprühe mich ein mit dem Auraspray der Sternensaat und komme so leichter in die hohen Energien hinein und spüre jetzt schon die galaktische Föderation. Geliebte Herzensmenschen der Erde, geliebte lichtvolle Seelen, wir senden dir den Segen des Lichtes aus den Weiten des Universums und laden dich ein, teilzunehmen an der großen Toröffnung von 1111. Denn an dieser Toröffnung werden interstellare Energien übertragen für all die Menschen, die dafür offen sind. Und diese Energien werden eingebettet in eure Seele, in euren Energiekörper und in eure Zellen. Und so haben wir uns versammelt, um diese frohe Botschaft zu überbringen und euch zu sagen, wie sehr wir euch alle bewundern, die ihr in dieser Zeit inkarniert habt. Denn diese Zeit ist wirklich eine sehr wichtige Zeit und auch eine schwere Zeit. Damit dies leichter für euch wird, tragen wir den göttlichen Kodex 1111 heute als Energie in eure Herzen. Und wenn du bereit bist, diese Energien anzunehmen, dann bitten wir dich, öffne jetzt dein Herz. Lege deine Hände mit den Handflächen nach oben auf deine Oberschenkel und empfange die Energien, die wir dir senden. Helamos, Antara, Yaves, die Kraft des Universums unterstützt dich. Anima, Yavanes, Tahala. Die Kraft des Lichtes begleitet dich. Und so beginnen die Energien des göttlichen Kodex von 1111 zu dir zu fließen. Sie fließen, wenn dein Fokus dein Herz geöffnet hat, jetzt direkt in dein Herz. Und sie berühren deine Seele. Sie werden dir helfen, dein Denken weiter auszurichten und durch die Tore, besonders durch das Tor 1111 hindurchzuschreiten. Denn dieses Tor ist ein Eintrittstor in die höheren Dimensionen. Und damit du auch durch dieses Tor gehen kannst, übertragen wir dir diese Energien. Wir wirken voller Liebe, wir wirken voller Herzenswärme für dich,
Und jetzt strömen die Energien der 1111 des göttlichen Kodex genau zu dir. Sie berühren jedes einzelne Chakra. Sie reinigen jedes einzelne Chakra und sie bauen jedes Chakra auf mit der interstellaren Energie des göttlichen Kodex. So empfange dieses Geschenk und lass dich ruhig tragen von diesen Energien, denn sie sind von göttlicher Liebe getragen. Die Galaktische Föderation trägt die Energie und hält die Energie für dich, sodass du dich ruhig fallen lassen kannst. Denn jetzt werden deine DNA und deine Zellen angepasst an den göttlichen Kodex von 1111. Dieser Vorgang ist sehr wichtig, denn dadurch wirst du leichter durch die Tore schreiten können. Und es werden in Zukunft stärkere Energien durch diese Tore gesandt als bisher. Wir, die Galaktische Föderation, sind dabei, unser Bemühen zu stärken, unsere Kraft zu verstärken und dir intensiver zur Verfügung zu stehen. Wir beobachten euch auf der Erde und das, was geschieht. Und so haben wir beschlossen, unsere Kräfte und unser Wirken intensiver für jeden einzelnen von euch zu gestalten. Es ist sehr wichtig, dass das Licht und die Liebe die Oberhand behält. Und dafür sind wir da. Und so fließt die Energie des göttlichen Kodex jetzt in deiner Aura und in deinem Lichtkörper. Helamos Antara Yaves. Anima Yavanes Tahala. Die Kraft des Universums und des Lichtes ist bei dir. Spüre, wie es dich anhebt und anpasst. Spüre, wie du in Gleichklang kommst mit dem Rhythmus des göttlichen Kodex von 1111. Die höchste Form der meisterlichen Kraft, der Liebe, von der du übrigens ein Teil bist. Und mit dieser Erkenntnis, dass du ein Teil davon bist, wird deine Energie sich jetzt erhöhen. Dies geschieht allein durch deine Erkenntnis. Deine Aura beginnt zu leuchten, deine Seele freudvoll zu schimmern. Und es ist so, wie wenn alles stillsteht, was um dich herum gerade geschieht. Und wie wenn nur noch du dich erhebst und bewegst, wie sich dein Lichtkörper hinaufbewegt in das Tor der 1111, um dort von uns empfangen zu werden. Und so schreiben wir die Zahlen 11, 11 auf dein drittes Auge, um es zu öffnen und auszurichten für die hohen Energien, die jetzt noch viel intensiver zu dir fließen. Und so beginnst du zu schwingen in dieser Energie
und erkennst deine Lichtwesen, deine Lichtfreunde, die mit dir kommen. Du erkennst deine Sternenfreunde, deine Seelenfreunde und fühlst, dass du hier zu Hause bist. Das Lichtvolle, die Liebe, all das bewirkt in dir ein inneres Erkennen. Und dieses innere Erkennen lässt deine Seele aufhorchen auf das, was jetzt in deinem Herzen entsteht. Denn dort wirst du jetzt Bilder erkennen oder gewisse Sätze oder Worte oder Zahlen spüren. So nimm in Empfang, was deine Seele dir jetzt zeigt. Die 1111, der göttliche Kodex, verschmilzt mit dir. So tief, wie du es jetzt zulässt. Und so tief, wie es gut und richtig ist. Wir sind vereint. Wir gehören zusammen. Du bist ein Teil von uns. Wir erkennen dich. So erkenne du dich auch. Und einige von euch werden auserwählt, um mit uns zu wirken. Wir werden einige von euch schulen. Denn es ist uns wichtig, dass alles im Gleichgewicht bleibt und sich der Aufstieg friedvoll vollziehen kann, so friedvoll wie es geht. Und so lassen wir dir jetzt ein wenig Zeit, um all die Bilder und Botschaften deiner Seele zu empfangen. Und alles, was du wahrnimmst, wird wahr sein. So hab also den Mut, diese Bilder und Botschaften für dich selbst jetzt in Empfang zu nehmen. Helamos Antara Yabes, Anima Yavanes Tahala. Mit der Schwingung dieser Worte verabschieden wir uns von dir. Alles wurde getan für dein höchstes Wohl und du bist bereit, mit uns zusammen für das höchste Wohl der Erde zu wirken. So ist es. Und so senden wir dir den Segen des Lichtes zum Abschied und ziehen uns in unsere Dimensionen zurück, dennoch bei dir und der Erde, um jeden von euch beizustehen.
Thank you.